Der Ball liegt wieder bei den Freien Wählern Hubert Aiwanger. Für den heutigen Tag, wie gesagt, 25 Fragen an Hubert Aiwanger. Und wir hoffen sehr auf eine rasche, dies wurde uns zugesagt, auf eine rasche und umfangreiche Beantwortung dieser Fragen, die für viele Menschen, aber übrigens auch für meine Partei und für mich ganz persönlich von entscheidender Bedeutung sind. Erstmal soll Hubert Aiwanger Wirtschaftsminister in Bayern bleiben. Trotz der Vorwürfe, ein antisemitisches Flugblatt verbreitet zu haben. Aber Ministerpräsident Markus Söder will von Aiwanger antworten. 25, um genau zu sein. Das ist gleich unser Top-Thema mit unserem Landtagskorrespondenten Uli Bachmeier. Und der Prozessbeginn im sogenannten Hammermord von Herbertshofen steht fest. Guten Morgen, das ist der Nachrichtenwecker. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Moritz Weiberg und wir schauen auf die Themen aus Augsburg an diesem Mittwoch. Es war eine Tat, die schockierte. Eine Frau wird auf brutale Art ermordet. Der Täter schlug mit einem Hammer auf sie ein, dann floh er. Schnell war klar, es ist ein Gewaltverbrechen, mutmaßlich verübt vom Ehemann der getöteten Frau. Im September startet nun der Prozess gegen den Mann, der die Tat vergangenen Oktober in Herbertshofen begangen haben soll. Er sitzt seit Monaten in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft vermutet niedere Beweggründe und Heimtücke als Mordmotive. Und kein Nachrichtenwecker in dieser Woche ohne den Blick auf die Folgen des Unwetters vom Wochenende. Autowerkstätten in Augsburg geben an, dass beinahe im Minutentakt Autos in ihre Werkstätten kommen. Oft sind die Scheiben der Autos zerstört oder das Blech verbeult. Eine gute Nachricht gibt es, die Pegelstände der Flüsse Wertach und Lech sind zwar höher als gewohnt, aber ein Hochwasser ist zurzeit nicht zu befürchten. Und mit dem Regen soll es ab heute auch erstmal vorbei sein. Es bleibt überwiegend trocken bei 10 bis 18 Grad. Die Sonne schaut aber wahrscheinlich erst am Wochenende wieder in Augsburg vorbei. Die sogenannte Flugblatt-Affäre beschäftigt die bayerische Politik 6 Wochen vor der Landtagswahl. Was wir wissen, Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger hatte die antisemitischen Flugblätter in seinem Schulranzen. Was wir nicht wissen, hat der Bruder Aiwangers dieses Flugblatt verfasst, wie der Wirtschaftsminister behauptet? Hat Hubert Aiwanger die Blätter eingesammelt, um zu deeskalieren, wie er sagt? Oder hat er sie doch eher in der Schule mitverteilt? Sicher will auch Ministerpräsident Markus Söder Antworten auf diese Fragen haben. Er hat deshalb gestern Aiwanger zum Gespräch gebeten. Das Ergebnis? Markus Söder hält an Aiwanger fest. Erstmal. Und er hat ihm 25 Fragen mitgegeben, die Aiwanger beantworten soll. Unser Thema jetzt mit Uli Bachmeier, Landtagskorrespondent aus unserer Redaktion. Hallo Uli. Ja, servus Moritz. Uli, Söder hat Aiwanger vorgeladen, um Antworten zu bekommen. Wie erklärt Söder jetzt, dass er trotzdem nochmal 25 Fragen an Aiwanger hinterher schicken muss? Ja, das erklärt sich ja ganz offenkundig daraus, dass der Hubert Aiwanger die Fragen nicht beantwortet hat, die man ihm gestellt hat oder nicht hinreichend oder schlüssig genug beantwortet hat. Die Opposition kritisiert, dass Aiwanger sein Amt eben nicht ruhen lässt, bis die Sache geklärt ist, sondern weiter im Amt bleiben darf. Ist das deiner Einschätzung nach jetzt das richtige Vorgehen von Söder, Aiwanger noch ein bisschen Zeit zu gewähren? Es kommt nicht so genau jetzt drauf an, was die Opposition sagt. Natürlich müssen die das kritisieren. Der Markus Söder sitzt in einer schwierigen Zwickmühle. Auf der einen Seite hat sich ja nur ein Teil der Vorwürfe bestätigt gegenüber dem Hubert Aiwanger. Es sind noch viele Fragen offen. Angesichts dieser, sagen wir mal, schwierigen Beweislage ist es auch für den Markus Söder sehr schwierig, den Hubert Aiwanger zu entlassen, weil eine Entlassung natürlich einen Rattenschwanz von Problemen nach sich ziehen würde. Es wäre die Frage, wie die Freien Wähler reagieren. Es wäre die Frage, ob Aiwanger dann als Märtyrer durchs Land zieht und sagt, er wurde nur geschasst, weil er unbequem war. Also das beinhaltet viele, viele Risiken für die CSU. Und so wie es jetzt gemacht hat, der Markus Söder zu sagen, so, das ist zwar sehr übel, was auf diesem Flugblatt steht und es ist auch untragbar und keine Jugendsünde, aber wir klären jetzt erst nochmal auf, geben dem Hubert Aiwanger eine letzte Chance. Das ist aus meiner Sicht politisch sehr klug und er verbindet es ja mit so einer Art Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie. Er sagt dem Freien Wähler also zur Not, ich will gern mit euch, aber gern auch ohne Hubert Aiwanger. Ne? Und das ist natürlich durchaus eine Lockung auch für all jene, bei den Freien Wählern, die gerne Minister werden wollen, die gerne Vizeministerpräsident werden wollen und so weiter.
Jetzt hat Söder ihm 25 Fragen mitgegeben. Wissen wir etwas über den Inhalt dieses Fragenkatalogs, welche Fragen das konkret sind? Das wurde heute nicht gesagt, aber selbstverständlich ist offensichtlich, worum es da geht. Ne? Also der Hubert Aiwanger hat ja viele Fragen nur ausweichend beantwortet bisher, welche Rolle er da gespielt hat, warum diese üble Hetzschrift sich in seiner Schultasche fand, warum überhaupt jemand draufgekommen ist und von den Lehrern offenbar seine Schultasche zu durchsuchen. Da muss es ja einen Anlass gegeben haben. Er hat auch zunächst alles abgestritten und dann einen Teil zugegeben. Dann gibt es die seltsamen Aussagen seines Bruders, dass sein Bruder diese Schrift verfasst habe. Und der Bruder hat auch nochmal nachgelegt und gesagt, dass nach seiner Erinnerung oder dass er glaubt, dass Hubert Aiwanger diese Schrift einsammeln wollte, um da zu deeskalieren, hat er gesagt. Ne? Das alles klingt deshalb wenig glaubwürdig, weil es halt erst gesagt wurde, nachdem die erste Veröffentlichung draußen war. Ne? Also der Aiwanger hätte schon in der Woche vorher die Möglichkeit gehabt, das gegenüber den Journalisten, die da recherchiert haben, klarzustellen, was da gewesen ist. Ne? Also es sind noch einige Fragen offen. Es ist eine sehr komplizierte Situation. Es sind jetzt noch knapp 6 Wochen bis zur Landtagswahl und allen Beteiligten dürfte daran gelegen sein, dass dieses Thema jetzt sehr schnell erledigt wird. Gibt es einen Zeitplan für Aiwanger, bis wann er die Fragen beantworten muss? Nein, da wurde nichts gesagt. Es wurde gesagt, er soll sie zügig beantworten und er habe das auch zugesagt. Außerdem habe er zugesagt, dass die Lehrer und der Lehrkörper und die Schule von der Verschwiegenheitspflicht entbunden werden. Also eine Frage ist noch, ob es da noch irgendwelche Unterlagen gibt, aus denen etwas hervorgeht über den Disziplinarausschuss oder was das war, der damals über ihn geurteilt hat. Es ist auch interessant, die Frage, ob sich aus dem Lehrkörper noch jemand öffentlich äußert zu diesen Vorgängen damals, ob jemand neue Erinnerungen hat, vielleicht sogar Klassenkameraden. Das ist jetzt alles noch offen. Und spannend ist natürlich auch, wie es jetzt mit den Erklärungen Aiwangers weitergeht. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man mit 16 oder 17 so einen massiven Ärger hat an der Schule, dass man das vergisst. Sowas merkt man sich. Wenn man den Ärger mit 35 hat, dann kann man das mal vergessen, dann ist das alles nicht mehr so prägend, aber mit 16 oder 17, das ist ganz schwierig. Und ganz schwierig ist auch noch diese Geschichte mit der Freien Wählerabgeordneten, die angeblich, ich kann das nicht belegen, ich habe selber keine Quellen dazu, aber die angeblich bei diesem Lehrer immer wieder drauf gedrängt hat, die Geschichte doch unterm Tisch zu halten oder nachgefragt hat, ob dem Hubert Aiwanger da was droht und so weiter. Also das deutet alles darauf hin, dass er schon gewusst hat, worum es da geht und dass er sich da verteidigen wollte. Markus Söder hat ja heute auch die Option eröffnet, ohne Hubert Aiwanger nach der kommenden Wahl mit den Freien Wählern zu koalieren. Sie sind ja der erklärte Wunschpartner von ihm. Welche Optionen hat Söder denn jetzt, damit er eben nach der Wahl mit den Freien Wählern weiter koalieren kann? Er hat zunächst mal nach seiner eigenen Redeweise und nach seinen eigenen Festlegungen keine Alternative. Er will ja erklärtermaßen nicht mit einer Partei koalieren, die in Berlin in der Ampel sitzt, weil er sich in Bayern nicht reinreden lassen will, weil er sozusagen will, dass weiterhin das Motto gilt, Bayern ist gleich CSU, dass er sozusagen unverblümt und direkt und offen bayerische Interessen vertreten kann, ohne auf einen Koalitionspartner hier Rücksicht nehmen zu müssen. Aus diesem Grund fallen auf jeden Fall schon mal SPD und Grüne als mögliche Koalitionspartner weg. Die einzige theoretische Möglichkeit wäre noch die FDP. Aber alle Umfragen sagen, dass die FDP nicht den Landtag schaffen wird oder sehr wahrscheinlich nicht den Landtag schaffen wird. Und auch die FDP ist natürlich eine Ampelpartei, mit der man zwar mehr bürgerliche Politik machen könnte als mit Grünen oder SPD, aber ein Wunschpartner ist es auch nicht, vor allen Dingen, weil der bayerische FDP-Chef Martin Hagen sich als ganz strammer Söder-Kritiker gezeigt hat in den vergangenen Jahren. Und also eigentlich hat Söder keine Alternative,
als mit den Freien Wählern zu koalieren. Hat er sich da ungezwungenermaßen in eine Sackgasse befördert? Ungezwungenermaßen nicht. Er hat sich halt sehr früh festgelegt. Er ist dafür auch kritisiert worden in der eigenen Partei, dass er sowas nicht hätte machen sollen. Manche in der Partei sagen sogar, damit hat er erst den Aiwanger richtig stark gemacht und auch solche Auftritte wie bei der Demo in Erding erst möglich gemacht, wo der Aiwanger so ein Zeug erzählt hat, wie man müsse sich die Demokratie zurückholen und sowas. Und es gibt einige in der Partei, die über Markus Söder sagen, dass das eine falsche Festlegung war und dass Aiwanger sich jetzt so benimmt, sei eine Folge dessen. Aber andererseits war es für ihn natürlich sehr einfach, mit den Freien Wählern zu regieren. Es gibt nahezu keine inhaltlichen Unterschiede zwischen CSU und Freien Wählern. Man kann sich die Freien Wähler sogar als rein theoretisch als Teil der CSU denken, zumindest was die Inhalte betrifft. Das war halt auch sehr bequem für ihn, ne? Und das jetzt aufzugeben oder das jetzt zu riskieren, das ist schwierig. Eine komplizierte Situation, 6 Wochen vor der Landtagswahl. Infos im Nachrichtenwecker von Uli Bachmeier, Landtagskorrespondent der Augsburger Allgemeine in München. Danke, Uli, für deine Zeit. Und das wird heute sonst noch wichtig. Der Tropensturm Idalia hat Hurricane-Stärke erreicht. Er ist auf dem Weg nach Florida mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde. Heute soll er auf Land treffen. Florida bereitet sich auf den Sturm vor. In mehr als 40 Bezirken gilt bereits jetzt der Notstand. Bei einem Treffen der EU-VerteidigungsministerInnen soll an diesem Mittwoch über die weitere Unterstützung der Ukraine beraten werden. Das Treffen findet in Toledo in Spanien statt. Es geht unter anderem um den Vorschlag der ukrainischen Regierung, eine deutliche Ausweitung des militärischen Ausbildungsprogramms für die ukrainischen Streitkräfte zuzusichern. Und zum Schluss schauen wir in die USA. Der Rapper Eminem ist anscheinend kein Fan des US-amerikanischen Präsidentschaftsanwärters Vivek Ramaswamy. Eminem hat ihm jetzt verboten, seine Musik im Wahlkampf zu verwenden. Ramaswamy war zuvor immer wieder zu Eminem-Liedern aufgetreten. Um es mit 2 von Eminems bekanntesten Liedern zu sagen, da sagt The Real Slim Shady Without Me zu Vivek Ramaswamy. Without Me heißt es im Nachrichtenwecker jetzt auch bis morgen früh. Dann hören wir uns wieder. Danke an Uli Bachmeier für die Infos zu Hubert Aiwanger. Ich bin Moritz Weiberg. Bis morgen.